Hallo und willkommen bei livetech.de. Dies sind die Techniknachrichten der 8. Kalenderwoche des Jahres 2014 in 90 Sekunden. Google plant ein Smartphone, das ganze Räume und Umgebungen scannen und in 3D umsetzen kann. Das neue Projekt von Google mit dem Namen Tango arbeitet schon seit einiger Zeit an der Erweiterung von Smartphones. Jetzt wurde ein Smartphone-Prototyp angefertigt, der seine Umgebung scannen kann und 3D-Modelle von Räumen erschaffen kann. Dafür wird eine Kamera, ein Bewegungstracker und ein Sensor benutzt, der für das dreidimensionale Abmessen zuständig ist. Das Projekt ermöglicht viele neue Anwendungsmöglichkeiten des Smartphones in virtuellen 3D-Räumen, die zuvor nicht möglich gewesen wären. Facebook kauft WhatsApp. 19 Milliarden Dollar hat Facebook für den Kurznachrichtendienst WhatsApp bezahlt. Das ist eine Menge Geld, sogar für ein riesiges Unternehmen wie Facebook. Was mit WhatsApp in Zukunft genau passiert, ist noch relativ unklar, jedoch wurde bekannt gegeben, dass WhatsApp für die nächste Zeit noch so bleibt, wie es ist. Was uns dann aber in den kommenden Jahren erwartet, wird sich zeigen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Verkauf von WhatsApp haltet und was ihr für Änderungen an WhatsApp erwartet. Virtuelle Realität bald auch von Sony? Gerüchten zufolge soll Sony bald ein Headset vorstellen, das wie auch das Oculus Rift virtuelle Realität verspricht. Angeblich soll das Gerät auf der Game Developers Konferenz vorgestellt werden, welche am 17.03. beginnt. Das Headset soll die virtuelle Realität mit einer HD-Auflösung wiedergeben und zwischen 200 und 300 US-Dollar kosten. Jetzt habe ich noch eine Kanalempfehlung für euch. Der Kanal, den ich euch vorstellen möchte, hat den Namen Apple Tech GER. Auf seinem Kanal gibt es sehr interessante und ansprechend gemachte Reviews und Unboxings von Technikprodukten sowie App-Reviews und Cydia-Tweaks. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei und lasst ein Abo dort, wenn euch der Kanal gefällt. Den Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war livetech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.